Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Winter Story mit dem Felljack. Ja, meine Lieben, ich bin wieder in meiner Hütte. Wir wollen heute mal losgehen und mal gucken, ob wir hier irgendwie ein bisschen Lehm finden. Oha, wenn ich jetzt nur wüsste, wo Lehm ist, ne? Das hier könnte Lehm sein. Ja, ist eine gute Frage, ne? Hinter unserem Haus. Was ist denn hinter unserem Haus? Wir jetzt auf jeden Fall mal losziehen und mal gucken, ob wir irgendwo Lehm finden. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Like und Abo, wenn es gefällt, meine Lieben. Da würde ich mich sehr darüber freuen. So, wir gehen mal weiter hier. Irgendwo muss ja Lehm sein. Weil wir brauchen ganz dringend Lehm. Für unsere ganzen Sachen mal herstellen können. Ist das hier Lehm? Torfziegel. Nein. Nein! Ich will das nicht. Geh weg, du blöder Torfziegel. Nee, das will ich nicht. Ach, das war das schon, ne? Okay, das war nur Torfziegel. Das ist doof, ne? Ich orientiere mich jetzt mal nach der Minimap ein bisschen. Das denn? Das ist nur Kies, ne? Blub. Ja, nur matschiger Kies. Will ich nicht haben. Matschigen Kies. Da ist was. Ich sehe was. Hier. Jawohl, und wir haben Lehm gefunden. Sehr schön. Wir müssen gleich richtig was vom mitnehmen hier. Den ganzen Schwung. Und dann können wir uns nämlich schon aufmachen gleich. Kupfer zu suchen. So. Dann mal nennen es hier 63. Schon mehr. Dann machst du mal zwei Stacks mit, würde ich sagen. So. Das noch ein bisschen. Oh, ach, wir sind ja schon viel zu viel hier. Okay, ne, müssen wir gleich mal wegschmeißen. Das ist schon viel zu viel, also viel brauchen wir gar nicht. So, weg damit. Machen wir mal was essen. So, Essen hat sich auch erledigt. Oh, da kommt schon so ein Tiffy. Na, lass mal. Wir gehen mal woanders gucken. Dass wir jetzt nicht in der Höhle rumdödeln hier. Können uns eigentlich noch ein bisschen Holz farmen, ne? Ja, ein bisschen Holz können wir auch noch mitnehmen. Wenn wir schon mal hier sind. Zack. Oh, ist schon voll hier. Ich dachte mir, ich pack das mal hier oben hin. So. So. Ist der satt?
Das Holz machen wir da rein. Machen wir uns noch ein bisschen mehr Holz. Ey, geh weg. Gleich hau ich dich. Ist schon kommen. Und ich krieg dann wieder einen drauf von dir. Das ist ein Kanickel. Kann man das noch am Messer, ne? Ne? Ne, hat nix. Lol. Die Knochen, ne? Ne, kannst du auch nicht einsammeln. Okay, wer auch immer diesen Hasen gerissen hat, der hat sich schon das Fleisch rausgeklaut. Hack schneller hier. Was dauert das so lange? Ah, wird Zeit, dass wir Kupfer bekommen. Das wird echt Zeit. Wir müssen mal gucken. Wo sind wir denn hier? Ich glaube, wir sind hier. Hier müssen wir hin, ne? Dass wir da in die Richtung laufen. Gut, dann sieht man ja auf der Minimap. Da sieht man so ein kleines Viereck. Oh, das ging jetzt aber schnell. Hallo, Fuchs. Oh, hier ist noch eine Ruine. Mal hier. Hab ich noch ein bisschen Platz? Oh, schön. Oh, guck mal, was alles ist. Oh, was alles ist. Schnabulieren wir uns das mal schnell rein hier. Baum setzen wir hier hin. Da kriegen wir nämlich noch ein paar Samen mit. Ah, die Steine können wir auch gut gebrauchen, ne? Ach, das ist nicht mal unsere Hütte gewesen. Ach du Heiland, siehst du, ich dachte, das wäre unsere Hütte. Aber da habe ich mich wohl leicht vertan. Dann ist das unsere Hütte, ne? Genau, wir müssen hier. Wo sind wir denn jetzt? Ach, da sind wir. Das, wir müssen da lang irgendwo. Was ist das denn hier? Eine Miezekatze oder was ist das? Er sagt, wir müssen dahin. Also, was heißt, er sagt das nicht, aber ich vermute es einfach mal. Nämlich ziemlich voll. Erstmal gucken, dass wir unser Haus wiederfinden jetzt. Genau. Naja, umso größer das ist, umso eher finden wir das auch wieder. So, dann werden wir mal wieder Holz herstellen. Zack. Denkt dran, wenn ihr Holz herstellt, dass die Axt sich hier auch abnutzt, ne? Muss unbedingt darauf achten. Man kann auch noch mehr machen, oder? Ja. Geht dann nicht, weil da eine Fackel ist. So, haben wir schon mal einen schönen Holzvorrat. Lass mal noch gucken, ob wir noch einen Korb machen können. Sollten noch ein bisschen Schilf haben, ne? So, wieder zwei Plätze mehr. So, ne, das kommt jetzt hier hin. Aber schon ein bisschen von denen. So. Dann haben wir ein paar Samen hier. Die packen wir jetzt mal in Inventar. Die schwimmen wir jetzt mal raus. Ach ne, wir haben ja noch hier. So. Genau. Ach, wir haben kein Holz mehr. Ach, hier ist das Feuer ausgegangen. Ja, wir haben ja natürlich wieder Pech hier. Ja, macht nichts. Nein. So, wir haben ja ein bisschen was zu essen.
dann müssen wir mal schauen. Was hat jetzt vor? Genau, Formen machen. So, jetzt geht es mit den Formen los. Das erste, was wir brauchen. Wo ist er denn? Lagerbehälter mit 12 Plätzen, gut für Konservierung von Getreide und Gemüse. Ah, gibt das aber neu, oder? Ne, ich wollte Schmelztiegel hier. Wir machen uns jetzt erstmal einen Schmelztiegel. Ah, warte mal, ich gehe mal. Kommt man hier näher ran? So, mit G. Sieht man das ein bisschen besser. Oh ja. Gelb heißt abbauen. Und grün heißt aufbauen. Wer es schon aus meiner Tutorial-Reihe kennt, da zeige ich euch das auch und erkläre das auf die verschiedenen. Oh. Na. So. Nein, doch war richtig. So, fertig ist er. Ich gehe wieder raus. Nehmen wir uns den. Ja. So. Achso, wir brauchen wieder Holz, ne? Nehmen wir uns ein bisschen Holz. Ne, können wir so machen. So, so. Jetzt brauchen wir die Fackel. Rechte Maustaste gedrückt lassen. So. Das Inventar. Fackel wieder auf die linke Hand. Dass wir immer Licht haben. Na gut, der braucht das jetzt nicht machen. Wir werden jetzt erstmal den Tiegel werden wir jetzt erstmal brennen. Dann haben wir den nämlich schon mal. Dann schauen wir mal, was können wir als nächstes machen. Tontopf. Kochtopf. Einen Kochtopf machen wir uns jetzt mal. Lohnt sich eigentlich noch gar nicht, ne? Aber, na, ich probiere mal. Kann man bestimmt auch so benutzen. Mit Pilz irgendwas machen oder so. Am besten ist natürlich immer gleich mehrere Töpfe, aber einer muss erstmal reichen jetzt. Gleich fertig. Ja, die müssen ja gebrannt werden, die Dinger. Deswegen muss die Temperatur, muss er erst auf Temperatur kommen. 600 Celsius braucht er. So, jetzt ist er gebrannt. Da ist er fertig. Können wir den nächsten brennen. Der Ton muss ja auch gebrannt werden erst. So, dann stellen wir uns mal hier hin. Dann haben wir also jetzt zumindest das Ding schon mal. Und wir können dann gleich mal schon mal gucken, wo wir Eisen wegbekommen. Nämlich sehr wichtig, Eisen. Wir haben hier schon ein bisschen, aber das ist zu wenig. Eisen sei schon. Kupfer meine ich natürlich, sorry. Ich meine Kupfer, nicht Eisen. Wir können aber schon mal ein bisschen unsere Base weiterbauen, ne? In der Zwischenzeit wieder das hier brennt alles und so. Ich bin wieder erschrocken, ey. Die bösen Viecher überall. Sag mal, was soll das immer? Wieso haut er mich? Ist irgendwie ein bisschen doof oder was? Tut dir doch überhaupt gar nichts.
Schippe weg. Ihr seht, umso besser die Schippe ist, so besser lässt sie sich auch graben, weil die schon ein bisschen kaputt ist. Da kommt dann nicht mehr so viel Power. Ja, da müssen wir uns auch mal eine Köhlerei langsam bauen, ne? Fällt mir gerade so mal so ein. So. Der haut mich immer. What? What the? What the hell? Ja. Ja, so, egal. Alles meins. Das ist meine Fackel. So. So, dann dazu. Ja, ihr habt euch wahrscheinlich gewundert, warum ich schon Spawnpunkte habe. Ja, da musste ich leider ein bisschen cheaten. Da bin ich ganz ehrlich. Aber ich habe keinen Bock wieder in eine Pampa und so. Das kann man ja privat machen, aber in einem Let's Play ist das nicht so gerade förderlich. Also ich hoffe, ihr verzeiht mir da. Das ist, ja. Diese Geschichten hatte ich schon in Staffel 1 und ich habe bald einen Rage Quit gemacht, weil ich echt keinen Bock mehr hatte. Ständig bist du immer am Popo der Welt gestartet und so, ihr wisst schon. Das ging mir so auf den Pinsel, ne? Dachte ich, das geht gar nicht, ey. Niemals. Da muss der Feljack für ein Let's Play muss immer, wenn dann zumindest zu Hause spawnen. Wenn ich dann irgendwo in eine Pampa draufgehe, ist das halt so, das ist halt Pech. Wenn ich dann mein Stuff wiederfinde, gut, wenn nicht, dann nicht. Aber hier so in der Nähe jetzt zu sterben, guck mal, nur weil da so ein bescheuerter Ziegenbock war. Oder ein Widder. Dafür zu sterben ist irgendwie, naja, dafür, dass du ihn dich nicht mal angegriffen hast oder ähnliches. Du stirbst einfach nur, weil du an seine Hörner kommst. Bisschen dämlich gelöst oder so. Also finde ich ein bisschen, naja. Man sollte das der Entwickler sehen, hier Tyron, oder wie hieß er noch gleich? Das wäre schön, wenn du das mal abändern könntest. Das ist ja ein bisschen, naja. Wenn ich das Ding angreife, ist das ja eine Sache. Aber wenn ich einfach nur friedlich an ihm dran stehe und ich berühre nur sein Horn. Da ist eine Vase. Dann stirbt er sofort, beziehungsweise verliert halt stark Leben. Ist für mich eher ein Bug als Future oder so. Weil wenn ich im Zoo bin oder keine Ahnung, in einem Freilaufgehege oder was auch immer und ich stehe neben einem Widder, dann kriege ich auch nicht gleich eine Fleischwunde oder was ich was. Schön, wenn das mal noch behoben wird. Ich weiß ja nicht, ob das Absicht so sein soll, aber wenn, dann finde ich es ein bisschen dämlich irgendwie. So, wo waren die Vase hier? Blum, was habe ich da eingesammelt? Tonstein. Naja, okay, das war jetzt nicht so mega hilfreich. Hätte mich mehr über ein paar Fäden gefreut oder sowas. Ja, so einen Keller könnte man sich auch noch bauen, ne?
Ja, ich bin halt vorhin in Kreativ gegangen, hab mir ein Zahnrad geholt. Die droppen ja auch. Also es ist ja ein. Ja, also ich hab mir einfach ein bisschen geholfen. Für ein Let's Play ist das, denke ich, in Ordnung, wenn man das macht. Irgendwie, da gibt's irgendwie so eine Viecher und wenn du die killst, die droppen auch diese Zahnräder. Und wenn du dieses Zahnrad hast, kannst du halt mit einem Rechtsklick, also man wählt es aus, lässt die rechte Maustaste gedrückt und hält dann auf eine Stelle und dann entsteht so dein Spawnpunkt. Man kann aber wohl noch viel mehr machen mit diesen Zahnrädern. Aber mir ging es halt nur darum, dass ich Spawnpunkt habe, dass ich nicht ständig von vorne anfangen muss und. Also dass wir schon was hier schaffen im Let's Play, deswegen habe ich da mal ein bisschen gemogelt. Dass wir wenigstens zu Hause spawnen, wenn wir sterben. Und nicht hier irgendwo in der Pampa. Und dann finde ich mein Haus nachher nicht wieder. Habe ich auch alles schon gehabt. Muss ich nicht haben. Also. Ich weiß, man kann auch Flaggen setzen oder so. Aber auch das ist nicht immer so einfach alles, weil manchmal wird man so weit weggespawnt. Oder da, wo man gestartet ist. Und wenn man dann schon ziemlich weit gelaufen ist. Das ist immer sehr ärgerlich, ist sehr zeitaufwendig und. Also für ein Let's Play nicht gerade förderlich. Wenn der eine oder andere von euch mal selbst irgendwann mal Videos macht, sowas wie ich hier, dann werdet ihr das schon verstehen. Oh, was ist denn das da? Jetzt richtige Ruinen hier. Guck mal, hier sind noch Zahnräder. Blub. Rostige Zahnräder. Und dieses Zahnrad gibt es in grün, ein grünes. Und das kann man dann mit Rechtsklick einfach irgendwo auf der Erde machen. Oh, schön Kohle, ne? Jo, ich habe Schwarzkohle gefunden. Sehr geil. Nein, das kann ich nicht aufnehmen. Was ist das? Ach, Granit. Granitbruchstein ist das. Mensch, da haben wir ja schon einen Keller hier, wa? Ich glaube, wir gehen mal ein bisschen ausleeren. Müssen wir irgendwie raus hier. Mensch, was ist denn das? Hier ist das unter meinem Haus? Kann gut möglich sein. So, damit wir nicht hier mal in ganz Gefahren ausgesetzt sind. Dass sie mich hier dicht machen. Ah ja, ja. Geht auf, oder? Solange der mir jetzt nicht in eine Hütte latscht. Geh bloß weg, du. Hässliches Ding, du. Naja, ich darf nicht da bauen, wo ein Block, bla bla, im Weg und so. Noah. Geh mal weg. Du stinkst. Du stinkst! Du alter Stinker! Nein, das jetzt. Ich will es diesmal auf jeden Fall ein bisschen höher haben. Möglichkeit. Dann können wir nicht mal hier schon mal. Soll höher. Das ist echt nur so eine Ausnahme gewesen jetzt. Ich brauche hier ein Fenster. Mehr nach hier so oder mehr nach hier. Einmal mal so, ne? Erstmal. So, wollen wir das jetzt hier machen? Hier. Oh.
Falsch hier. Muss man wieder wegbauen. Gibt die Fackel her. Bin schon in die Fackel hier. Das jetzt schon mal wieder weg, Mann. Ach, warte mal, kann man das nehmen? Ja, ihr seht schon, so langsam wird das was hier. Welche kommen denn aus der Hufe hier? Denn hier aus? Ach Mensch, das ist auch schon die ganze Zeit fertig, das Ding hier. So. Ja, ich vergesse mal aus dem Feuer zu gehen. Wir müssen das einmal kurz irgendwo hinstellen. Wir können es auch so machen, ne? Zack. Mal gucken, kann man die Wurzeln auch hier gucken, ja? Okie cookie. Ne. Leider nicht. Geht leider nicht. Mach's mal kurz dahin. Das baut jetzt nicht an sein die ganze Zeit. Darauf haben wir schon mal auf dem Herd. Erde. Natürlich brauchen wir keine Erde. Geh weg hier. Den Plan wollen wir auch nicht. Alles weg damit. Machen wir das echt schwer, oder? Hätte man auch, glaube ich, den ganzen Block ausschmeißen können. Dieser Bock, ne? Hau ab hier, Ich will die hier nicht. Geh woanders hin, du hässliches Ding, du. Hier zwischen, komme ich da nicht zwischen? Ne, okay. Alter, der verfolgt mich doch. Hilfe. Da hat sich die Schuppe verabschiedet. Lass mal so lange mit der Hand graben, ist ja noch Erde. Lass mal daher nochmal eine neue machen. So. Seht ihr das? Der verfolgt mich doch. Sag mal, habe ich Honig am... am Pöter oder was? Voll der Stalker wieder hier. Junge, stalkt er mich hier, aber ohne Ende. Ja, mein Lieben, es ist schon wieder an einem Folgenende angelangt. Like und Abo, Daumen nach oben zur Polska-Mord. Und wir sehen uns dann in einer weiteren Folge. Dann sage ich bis zum nächsten Mal. Euer Feldjack, sag mal. Tschüss.